Oh Gott. Okay. Dahin, wo es hell ist und vielversprechend nach oben geht, oder in die Dunkelheit, wo es glitzert? Ich bin eine Frau, ich nehme Glitzer. So. Okay. So. Also, wir schwimmen in uranverseuchtem Wasser herum. Eine Freude pur. So. Okay, irgendwie da. Das sah gerade komisch aus, aber nein. Wollte ich das? So. Ja, und jetzt? Jetzt ist halt Kacke. Also entweder habe ich irgendwas übersehen. Warum liegen denn diese Flaschen hier? Kann ich da einen Molly draus machen? Kann ich tatsächlich. Ups, ja, das war doof. Okay, weiter geht's. Man könnte meinen, das würde man nicht überleben. So. Hoch mit dir! Okay. War das geplant oder war das meine Dummheit? Was für ein Einstieg. Okay. Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Ich habe ein Wildschwein gefunden. Ich glaube, da ist jetzt meine Webcam drüber. Da war ein kleines Wildschwein. Es ging da hinten auch noch nach oben. Oh Gott! Okay. Dose. Dieser Flasche gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Die Insignien kenne ich nicht. Irgendwo ist hier was Verstecktes. Aha, hier. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Ja. Wer weiß, wie lange das da liegt. Okay, müsste ich da vielleicht erst das Wasser abdrehen, damit der Molly irgendwie Sinn ergibt? Wahrscheinlich muss ich erstmal hoch. Und von oben irgendwo das Wasser abdrehen, weil ich habe da eben gesehen, dass es da nach oben ging. So, hier nämlich. Und ich könnte mir nämlich denken, dass man erstmal hier irgendwas. Ah nee, jetzt sind wir da, wo die Lore eben runterkam. Das ist der Rückweg. Interessant. Okay. Dann muss ich vielleicht doch einfach nur den Molly schmeißen. Moment, wie ging denn das jetzt noch? Hä? Was war das? Ah, voll. Okay. Okay, auf geht's. Dann geht's wieder nach unten. Und dann gucken wir.
So. Wir probieren es jetzt einfach mal ohne. Nein, falscher Knopf. Okay. Ja, das dachte ich mir nämlich. Also wir müssen irgendwie das Wasser da wegkriegen, auskriegen. Das bringt ja sonst nichts. Okay. Aber wie? Können wir hier irgendwie auf das Rad schießen? Irgendwas kaputt machen? Nach unten vielleicht, weil das hier so... Ups, nein. Nach unten geht nicht. Ich hab's ausprobiert. Man sollte keinen Weg unerforscht lassen. Es könnte immer sein, dass es irgendwie geht. Oh, ich muss mal Trinki machen. Sorry. Boah, ist mir warm. Alter, ey, 25. November ist heute und mir ist so heiß. Ah, ne, das war jetzt wieder der Rückweg, ne? Das hat sich, hier oben hat sich das gespeichert, okay. Trotzdem muss es ja irgendwo eine Möglichkeit geben, das Wasser auszuschalten. Irgendwas... Hier ging es nicht weiter, ne? Sehr suspekt. Schauen wir uns mal um. Voll. Ich muss ihn an dem Wasser vorbeikriegen. Ja, das weiß ich. Das müsste ebenfalls brennen. Das weiß ich auch, aber wie kriege ich... Ich kann einfach oben drüber schmeißen, ich hol Frucht. Irgendwann lerne ich auch die Knöpfe, wenn ich so fertig mit dem Spiel bin, dann kann ich die. Nein, ich wollte zielen, ich kann auch... Irgendwie kann ich doch zielen. Na geht doch. Sag ich doch. Ja... Die Lösung wäre zu einfach gewesen. Einmal drüber. Was immer sie gefunden haben, es muss da drin sein. Oder sie haben es mitgenommen. Option Nummer 2. So. Ach, guck mal, das sagt stehen bleiben. Nicht weitergehen. Wir machen das trotzdem. Jemand hat Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft. Verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Visorische Waffen. Okay. Mehr Zeug für uns. Liegt diesmal keine Leiche neben dem Rucksack, das ist aber traurig. Oh, ein Lager. Danke. So, machen können wir nichts. Erzählen tut sie nichts. Aber wir sind ein bisschen abgesichert. Okay. Gut, ich guck mal, ob die Aufnahme noch läuft. Ja. Ist nämlich ärgerlich. So. Okay. Hier sind wieder diese Teile. Es ist, ja.
Es bricht hier irgendwie alles zusammen hier drin. Ich will jetzt erstmal hier drin gucken, was wir hier haben. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre, unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Ich habe noch nie eine Russe getroffen und redet so. Also wirklich nicht. Ich habe viele Russen getroffen und nie eine. Also, oh, da steht was. Das hätte ich jetzt fast übersehen. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, das wäre ein vorsintflutliches Tätowierwerkzeug. Dass das ein Auslöser für eine Bombe ist. Okay, irgendwas geht offenbar damit. Oh Gott, will ich das ausprobieren? Okay. Verdammt, ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Ja, das habe ich befürchtet. Okay. Ich gehe jetzt erstmal da hoch, um zu gucken, was ich überhaupt tun muss. Ich nehme mal an, ich muss wieder einen Molly schmeißen. Und dafür muss ich irgendwie... das da, ne? So, und da ist ein Seil. Und wo ist noch ein Seil? Und... irgendwie habe ich keine Ahnung, was hier jetzt ist und wo ich hin muss. Da liegt goldenes Kalb, oder was? Das ist egal. Sehen wir später, hoffentlich. Vielleicht muss ich auch gar keinen Gegenpol finden. Vielleicht muss ich auch einfach nur dran ziehen. Ja. Okay, und deswegen muss ich das... da mich dranhängen, dass das hochgeht, aber es geht nicht dauerhaft. Ups. Bin daneben gesprungen. Scheiße. Ist auch schwer, geradeaus zu laufen. Ich kenne viele Menschen, denen würde ich das nicht zutrauen. So. Aha. So, dauerhaft fixieren, hat sie gesagt. Und könnte das durchaus möglich sein? Ach, voll, okay. Dass wir hier unten irgendwas tun müssen. Okay, ja, das Wasser blockieren. Dauerhaft fixieren. Keine Ahnung. So. Warum ist das da oben? Da kommen wir doch ran. Das war jetzt halt nur scheiß Kameraperspektive, aber da muss man doch rankommen. So. Okay. Irgendwas hier, was ich jetzt sehen kann, was mir hilft? Nein. Dann weiter geht's. Okay. Aha. Okay.
Aber da ist kein Gegenpol erstmal. Alter, ist das dunkel. Quatsch. Da? Nee. Ich sehe nichts. Ich muss einen anderen Wagen frei bekommen. Ja, ich meine, dass ich das bewegen kann, das weiß ich ja, aber ich muss ja irgendwas mit diesem hier machen. Ich meine, wahrscheinlich... ups. Dran ziehen bringt nichts, das habe ich befürchtet. Und das Seil an sich, da kann ich auch nichts drauf schießen. Vielleicht, wenn dieser Wagen... Oh! Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Okay, wir haben bald Russisch Stufe 3. Machen wir erstmal... Holen wir erstmal den hier runter. Weil dann bleibt ja die Seilwinde vorne dran, ne? Und dann... Ach, Lara! Hatten wir eigentlich einen Quickturn? Quickturn gibt's nicht, ne? Schade. Quickturn wäre toll. Quickturn ist mit eins der wichtigsten Dinge, die man in solchen Spielen haben kann. Okay. So. Hoch mit dir. Na, hoch mit dir. So. Und jetzt... Da unten, da komme ich doch niemals ran von hier aus. Doch, könnte klappen. Okay. Gut. Und jetzt an dem Ding festhalten und dann haben wir wie so ein Pendel. Im Idealfall, wenn ich gerade springe. Okay. Okay. Treffen. Okay. Gut. Okay. Hier scheint nichts irgendwie. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Ah, nach Suizid sieht das jetzt aber nicht aus. Okay. Oh, Pferdchen. So, was haben wir hier? Tote. Es leuchtete jetzt da unten. Ah, diese Kiste, die ich nicht aufmachen konnte. Okay. Haben sie das Ding herausgezerrt. Moment. Also es ist auf jeden Fall jetzt erstmal Geld und das hier. Was haben wir? Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Neue Fähigkeit, wache Augen. Beim verbesserten Überlebensinstinkt leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Das ist cool. Grab abgeschlossen. Yay. Dafür, dass wir es gar nicht machen wollten. Dafür, dass ich zufällig hier gelandet bin. Okay. So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Warum kann ich das nicht holen? Zu tun gehabt haben. Kann ich es jetzt? Ging das nicht, weil sie geredet hat? Ja. Okay, sonst noch irgendwas hier?
Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Na, hoch jetzt. Also, heute? So. Ich red mir ein, dass das schneller geht, aber... Festhalten, habe ich gesagt. Also, okay, ich kletter langsam. Sind schon fast wieder draußen, glaube ich. Stellt sich die Frage, ob wir hier nochmal rein wollen. Mit Sicherheit werden wir das ein oder andere verpasst haben. Okay. Ah, hier sind wir wieder. Okay, super. Und raus geht's. Fein, jetzt muss ich nur den Weg nach draußen wiederfinden. Geht immer noch nicht. Schade. Na gut, viel gebastelt haben wir ja auch nicht. So, einmal wieder durchs uranverseuchte Wasser. Und ab nach draußen. Und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, schaffen wir es, endlich mal das richtige Ziel zu erreichen? Oder kommt wieder was dazwischen? Man weiß es nicht. Es wird spannend. Hui! So. Einmal raus. Und hoch. Hier geht's jetzt raus? Ich glaube ja. Okay, sehr schön. Achso, da waren wir ganz am Anfang, ne? Und jetzt sind wir wieder draußen. Oder auf dem Weg nach draußen zumindest. Ach, geschafft. Fein. So. Hier hatten wir alles. Nächster Versuch, zum richtigen Ziel zu kommen.